Stefan Meyer, heute eine extrem knappe und auch ja, ein bisschen unverdiente Niederlage. Siehst du da gleich? Wir können uns davon nichts kaufen. Es ist irgendwie würde ich es jetzt auch der Mannschaft nicht gerecht finden, wenn wir uns auf bestimmte Sachen festnageln. Es ist nicht fertig, bis es nicht fertig ist. Ich bin wahnsinnig stolz auf der Mannschaft, wie wir fighten, obwohl wir so dezimiert sind. Wir geben nicht auf. Kloten hat praktisch nur mehr versucht, das Resultat zu verwalten. Das zeigt, dass sie riesen Respekt haben für uns. Und jetzt müssen wir noch Dienstag hingehen und dort nochmal alles in die Waagschale werfen. Was braucht es am Dienstag zum Gewinnen? Einfach diesen Plan eigentlich weiterfahren und vorne einfach Goal machen? Nein, ich meine, wir wissen von ihren Stärken. Wir wissen, dass wir müssen von der Strafbank wegbleiben. Das ist uns heute eher gut gelungen. Und vor allem müssen wir einen besseren Start finden, weil jetzt ist es dreimal, dass wir im ersten Drittel immer ein bisschen verhalten begonnen haben. Vielleicht fast zu viel Respekt und dann angefangen haben zu spielen. Aber wir haben nichts zu verlieren, weil diese Millionentruppe kann eigentlich nur sich selbst schlagen. Dann wünschen wir noch viel Glück fürs nächste Spiel. Vielen Dank, Stefan Meyer. Danke.